Wir kommen zum neuen Song von Reezy. Was war der letzte Song von Reezy? Hotten hier? Oder nee, wie hieß der Song nochmal? Hot hier, Hot Drop? Nee, wie hieß denn der nochmal? Ich habe den leider nicht mehr gehört. Das war der Song, der auf dem, ich glaube, Snipes-Kanal kam. We the Hottest, genau, We the Hottest denn hier. Genau, der kam auf jeden Fall raus und ich glaube 14 Passengers müsste auch so das letzte gewesen sein, aber sonst ist relativ still gewesen, würde ich sagen, um Reezy. Hat natürlich, wie gesagt, mit 14 Passengers und mit so ein paar Sachen echt einen absoluten, eigentlich mit mehr oder weniger so ein bisschen was Neues angestoßen, würde ich jetzt mal sagen. Genauso Billa Joe, Faroon, ne, alle gerade machen da echt so einen, ja, sehr geilen Schritt Richtung neue Musik, Richtung, halt solche Sachen, ne? Und das finde ich sehr, sehr geil. Das ist wichtig, gerade dieses Jahr. Reezy In and Out. Oh, ich bin gespannt, Alter. Letztes Mal mit Shoot oder so, als er so aus dem Nichts kam, der hat abgerissen damit, ne? Also der Typ, ehrlich jetzt, braucht man gar nicht mehr irgendwie von Hype oder so reden, ne? Der Typ etabliert sich gerade und das finde ich sehr, sehr geil. Mix Master ist von King Size und Reezy, Spiders Production, Reezy haben wir, glaube ich, schon sehr oft drüber geredet, ne? Ja. Trotzdem für mich so die geile Mischung aus, wie soll ich sagen, R&B und eher so Ami-Rap halt einfach, ne? So eine schöne Mischung da draus. In and Out. Für meine Augen reicht, hinter den Cartier-Shades liegt Traurigkeit. Ein Blick auf die Bodegas zeigt, ich hab müde Füße, denn mein Weg war weit. Oha, das klingt gerade so episch irgendwie. Da muss ich ja erstmal reinkommen. Wie schön. Ein Blick in meinem Brustkorb reicht, um zu sehen, unter der CP ist in der Brust ein Stein. Ein Blick auf meine Narben zeigt, der Stift der Zeit zeichnet von ganz allein. Ich glaub, das ein Blick in meine Augen reicht. Hinter den Cartier-Shades liegt Traurigkeit. Ein Blick auf die Bodegas zeigt. Ja, so ein bisschen Soulie-Vibes, so ein bisschen, also nicht Soulie, sondern so soulig. Ich will jetzt sagen, nicht unbedingt sagen kirchlich oder so, aber es klingt halt schon, ja doch. irgendwie schon, ne? Irgendwie schon. Hinter den sehr episch, sehr offen irgendwie, ne? Okay, schön. Cartier-Shades liegt Traurigkeit. Ein Blick auf die Bodegas zeigt, ich hab müde Füße, denn mein Weg war weit. Ein Blick in meinem Brustkorb reicht, um zu sehen, unter der CP ist in der Brust ein Stein. Das meine ich halt mit diesen wunderschönen R&B-Vibes bei ihm, ne? Während wir bei Jazik, würde ich jetzt sagen, so pur R&B haben, da wird safe gleich noch was passieren. Ich hab's so im Gespür irgendwie. Da passiert was. Ein Blick auf meine Narben zeigt, der Stift der Zeit zeichnet von ganz allein. Los geht's. 14 Mille für ne Jeans, auf der Karte steht Raheem. Cashes everything around me. Baby's all about the grain. Die Opfer, die wir geben hoch. Alter, was baut sich hier auf? Was baut sich hier auf, Mann? What the fuck? Karte steht Raheem. Cashes everything around me. Baby's all about the grain. Die Opfer, die wir geben hoch. It's all about the cream. Cash rules everything around me. C-R-E-A-M. It's all about the cream. Baby's all about the cream. Die Opfer, die wir geben hoch. Das eskaliert. Das eskaliert gleich. Safe. Safe. Ist er da am Snipern oder was? Du Camper! Diese Gesellschaft, sie hat mich gefickt, denn keiner hat an mich geglaubt. Deswegen trage ich eine Viertelmillion am Genick. Jetzt hören sie zu, ich bin laut. Da ist er! Wir kamen ein langen Weg von den Bricks zu den Ricks. So gebrauchst du, dass ich für sie laufen. Da ist er! Ich dachte mir schon, dass sowas passieren wird, Alter. Das meinte ich halt mit diesen Mischungen aus R&B und Rap, Mann. Das ist für die Extrasoße auf den Tisch, dann bitte sein In und ein Out. Ja. Bitte vergleich uns beide nicht, nur weil du irgendeine Rolli besitzt. Denn von meinem goldenen Bitte Rift. Vergleich mich nicht, nur weil du irgendeine Rolli besitzt. Ja, mit Reezy bitte lieber nicht. Der ist das lecker gerade. Beide nicht, nur weil du irgendeine Rolli besitzt. Denn von meinem goldenen Wrist. Oh, warte mal. Ist das New Jazz? Bruder, ich hab so keine Ahnung, Mann.
Ich habe so keine Ahnung. Auf Spotify ist die Transition geiler. Oh, okay, okay. Geht das in die Richtung New Jazz oder ist das eher so diese Yeet, melodische Yeet-Richtung? Only besitzen, denk von meinem goldenen Wrist. Hat mein Konto geschwitzt. Ich habe nie meine Freunde verraten. Ich habe niemals die Fronten geswitcht. Ich kenne Jungs, die haben Tonnen verschifftet. Ich kenne Jungs, die haben Plumpen getickt. Dazwischen ist eine. Die 808 ist in New Jazz bekannt, aber der Rest eher Yeet. Okay. Okay, okay, dann, ja. Nicht Nude Jazz, nicht nackter Jazz, New Jazz. Shiften, ich kenne Jungs, die haben Plumpen getickt. Dazwischen ist eine sehr große Spanne, doch ich hab dich da nie gesehen. Noch nie. Die einzige Route, die du gefahren bist, war auf deinem Navigericht. Deutscher Rap ist ein großer Haufen Lutscher, ich kann da nicht partizipieren. Ist das das Intro? Ist das ein Intro vom Album oder irgendwie sowas? Also ich finde, es fühlt sich so an, ne? Mit diesem sehr langen Intro, wo gesungen wird und so weiter und dann halt mit dieser Transition, mit dem Übergang dann zu diesem Rap-Part und so weiter, klingt so ein bisschen entweder wie so ein Intro oder wie so ein Interlude oder irgendwie sowas, wie so ein Zwischensong oder so, ne? Das kannst du mit deinen Augen sehen. Ich glaube, ich brauch das nicht argumentieren. Diese Gesellschaft, sie hat mich gefickt, denn keiner hat an mich geglaubt. Deswegen trage ich eine Viertelmillion am Genick. Jetzt hören sie zu, ich bin laut. Wir kamen in ein langes. Ach so. Jetzt, wo er reich ist, hören die Leute auf ihn, ne? Und vorher haben sie halt einfach einen Fick auf ihn gegeben. Ja. True. Gesellschaft, sie hat aber mich diese Geigen sind geil, Mann. Ey, wir haben immer mehr so orchestralische Sachen, ne? Luciano mit Time zum Beispiel, komplett auf Filmmusik. Drill-Filmmusik. Auch geil. Und hier auch immer mehr Geigen und so weiter. Kriegen wir auch wieder. Ja, es passiert viel dieses Jahr. Diese Gesellschaft, sie hat mich gefickt, denn keiner hat an mich geglaubt. Deswegen trage ich eine Viertelmillion am Genick. Jetzt hören sie zu, ich bin laut. Wir kamen einen langen Weg von den Bricks zu den Bricks. Hugo Boss will, dass ich für sie lauf. Kriegst du nicht für die extra so. Hugo Boss will, dass ich für sie lauf? Auf den Tisch, dann wird es ein In und ein Out. Ja, sehr so, ich will nicht sagen so, Gospel passt halt auch irgendwie nicht, ne? Überhaupt nicht. So, aber sehr, sehr irgendwie vom Beat her ist Collab mit Hugo Boss. Guck, Hugo Story. Ernsthaft jetzt? Ist das eine Collab mit Hugo Boss und am Anfang mit Mercedes oder was? Hinter den Karten. Läuft bei ihm oder was? What the fuck? Okay, ich hab Bock auf das Album. Ernsthaft jetzt? Ich würde sagen, es fühlt sich gerade eher so an, wie gesagt, wie so ein Intro für mich. So ein bisschen, ne, ich bin wieder da, so zack, zack, zack. Hat jetzt für mich nicht so ganz diese harte Wirkung wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Shoot direkt so als erstes kam beim letzten Mal, weiß ich nicht mehr, hatte aber so ein bisschen mehr Impact, finde ich. Ich fand, das Ding war entspannt, würde ich sagen, und macht auf jeden Fall, finde ich, Bock auf mehr. Also das auf jeden Fall, ja.